Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Hofbergmann. Ja, heute bereits schon am Dienstag. Ich muss kurz meine Pedale ranholen. So, gestern ist ja leider ganz spontan das Spiel abgeflautet, sagen wir es mal so, wie es ist. Das heißt, ich habe jetzt nicht alles wieder so hingebracht, wie es gewesen ist, aber ich bin dran. Eine Sache werde ich jetzt noch machen, bevor... Also, das habt ihr endlich gestern schon gesehen, da kommt der Deutsche vorne. Und darum soll es auch gehen, weil ich habe vergessen, dass wir gestern eigentlich den ja umkonfigurieren wollten. Ich habe mir da in den Kommentaren nochmal darauf hingewiesen, danke schön dafür. Und den werden wir jetzt umkonfigurieren, weil der nicht so ist wie der von Sievers Husum. Ne? Und wir haben ja gesagt, wir wollen den so ziemlich gleich bauen. Und ja, das müssen wir jetzt eben machen. So, du fährst mal los. Der hat eben den neuen Dingens geholt. Den neuen, wie heißt denn das Ding? Weiß ich nicht. Ist das ein Überladewagen? Ich könnte es nicht sagen. Könnte sein. Bist du doof oder sowas? Oder? So. Nee. Okay. Das Gewicht können wir eigentlich hier stehen lassen, weil wir brauchen gleich kein Gewicht. Also wir haben... What? Was habe ich jetzt gemacht? Ah, ich habe auf Q und E gleichzeitig gedrückt. Lauf für mir. Sag mal... Bist du irgendwie dumm? Danke. So, ja. Ich habe natürlich eure Kommentare gelesen. Ne? Und da eben ist mir das aufgefallen, wir sind mit dem Deutsch und ja und ach, verdammt, habe ich ja gesagt und so weiter und so fort. Ich glaube, es gibt drei Änderungen, glaube ich. Ich glaube, es waren drei Änderungen, was ihr mir gesagt habt. Konfigurieren. Er hat keine Fronthydraulik. Er hat normale Reifen drauf. Standardreifen. Und er hat nur eine Rundumleuchte. Glaube ich. Ich glaube, dass das so gewesen ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber sonst korrigiert mich gerne nochmal in den Kommentarbereich. Aber ich glaube, so war er gewesen. Das könnte eigentlich ganz gut hinkommen. Das könnte tatsächlich sein, dass das so war, ja. Also wie gesagt, versuch es wirklich so original wie möglich zu machen, aber ich weiß es jetzt einfach nicht besser. Aber das mit der einen Rundumleuchte auf alle Fälle und das mit dem, Frontgewicht anstatt dem Front... Anstatt der Fronthydraulik, das war sicher. Das weiß ich. Aber wegen den Reifen, glaube ich, waren sie normalen Reifen. Bin aber nicht ganz sicher. Da müsste ich jetzt flunkern. So, wir waren gewesen beim Verladen. Schnell raus hier. Das werden wir jetzt fertig machen. Ja, tatsächlich werden wir jetzt Sachen fertig machen. Und zwar, wir nähern uns ja ganz stark der 100. Folge, ne? Und da haben wir auch gefragt, kannst du das vielleicht ein bisschen länger machen und so weiter? Ich weiß es noch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Es könnte sein, es könnte aber auch nicht sein. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn es nicht sein sollte, wird auf alle Fälle am Freitag mehr kommen. Da wird auf alle Fälle nicht drei Folgen, vielleicht kommen 4 oder 5 Folgen am Freitag. Vielleicht kann ich da ein bisschen besser was rausholen. Also wie eine längere Folge zu machen, die sich wahrscheinlich keiner angucken wird. Oder nur wenige angucken werden. Vielleicht kann ich da am Freitag ein bisschen mehr machen dafür. Na, so ein bisschen als Special, unter Anführungszeichen. Wäre ich bereit dafür. Also könnte ich gerne machen. Das ist kein Problem. Wir haben sowieso Arbeit ohne Ende hier. Ihr habt es auch in die Kommentare geschrieben, ne? Fast 100 Folgen und Arbeit ohne Ende. Ja, das ist Wahnsinn hier auf der Hofbergmann. Also das war eben gestern der Punkt, wo alles abgeschmiert ist und das machen wir hier natürlich, müssen wir nochmal machen, tut mir leid, aber das müssen wir nochmal machen, aber ich habe auch in den Kommentaren geschrieben, habe ich gesehen, dass ich eine Arbeit fertig machen soll, das bringt nichts, alles anzureißen und dann nur wieder offene Baustellen zu haben, das bringt gar nichts und das ist vollkommen richtig, das heißt, wir machen jetzt mal ganz, ganz gemütlich den Mist hier fertig, ne? Wir machen den Mist hier fertig und dann machen wir das nächste. Was ich auch gewünscht wurde, ist, dass ich den Radio ausmache. Ich habe es jetzt mal ausgelassen mit dem Radio. Könnt ihr mir gerne Feedback geben. Ohne Radio, mit Radio. Leiser schalten kann ich ihn leider nicht, weil ich habe ihn schon auf, glaube ich, das minimal lauteste, was man einschalten kann, gedreht. Also viel leiser geht es nicht. Ich könnte schon leiser machen noch, aber dann höre ich das Spiel nicht mehr. Das ist kontraproduktiv. Das ist nicht, brauche ich nicht ein Spiel spielen, weißt du? Wenn ich es nicht höre, dann, nee. Ich muss den Motor hören, weißt du? Oh, geht schon ordentlich was rein in die Schaufel, ne? Und
ja, wie gesagt, das muss jetzt erstmal gemacht werden. Ganz, 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 ganz wichtig ist auch die Apfelbandage. Das sind alles Sachen, die absehbare Zeit brauchen. Ne? Das heißt, ich weiß, okay, die Apfelbandage werde ich vielleicht eine Folge beschäftigt sein, damit die wieder läuft. Also damit Wasser nachgefüllt wurde, damit der Mist aufgefüllt wird und so weiter und so fort. Werde ich vielleicht eine Folge lang brauchen, aber dann läuft das wieder. Weißt du, wir holen normalerweise viermal Obstkisten oder Äpfelkisten ab, bevor die Bäume wieder neues Wasser und Kompost, Mist benötigen. Und das kann man planen, ne? Weil wir haben ja normalerweise, Dienstag ist ja normalerweise unser Tag für die Apfelplantage. Das hat sich ja nicht geändert, gar nichts. Aber wie gesagt, ich muss eben nur gucken, dass wir hier mal fertig werden mit dem Verladen. Weil ganz einfach ich diesen Teleskoplader, ich brauche den am Hof, weil ich möchte die Rüben in den Rübenschnitzler ballern. Ja, das gibt ja auch wieder zusätzlich Kohle. Und ich werde auf alle Fälle, weil eben das auch gewünscht wurde, einen zweiten Anhänger kaufen, den wir gestern gekauft haben schon, für Saatgut. Und den anderen werde ich nehmen für Dünger, weißt du? Damit wir da beide jeweils einen Anhänger für haben und läuft. Weil egal wie du es machst, es wird immer so sein, dass dir einer von beiden fehlt. Und genau wahrscheinlich fehlt dann der, den du nicht hast, wie es halt immer so ist im Leben. Und deswegen möchte ich dem vorgreifen und gucken, dass wir möglichst bald noch einen von den Anhängern bekommen, sodass wir die vielleicht auch mit einem Traktor am Feldrand abstellen können. Und einfach dann ist das Ding einfach da, wenn du es brauchst, weißt du? So, einfahren wieder, ne? Das ist auch ganz wichtig, weil sonst kippt er wieder über. Das ist auch so eine Sache, die nicht sehr hübsch ist und die möchte ich auch vermeiden. So. Aber wie gesagt, alles Step by Step. Und ja, weil auch jemand gefragt hat, wirst du zur 100. Folge aufhören? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich habe ein ganz klares Ziel hier. Das Ziel heißt, alle Felder zu besitzen. Ist vielleicht schon ein bisschen altmodisches Ziel. Mag sein, aber sagen wir mal so. Ich spiele jetzt nicht aggressiv. Das heißt, ich spiele jetzt, wenn ich aggressiv spielen würde, wenn ich mir jetzt nur um das Ziel, was ich habe, Sorgen machen würde, weißt du, da würde ich hier Mais ansehen, dann würde ich hier aber sowas von Häcksler mieten, das hast du nicht gesehen. Und hier BGA machen und Kohle, 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 Radlader mieten und reinschaufeln und bam, bam, bam. Mache ich ja nicht. Weil, nö. Warum? Ich habe keinen Stress. Wenn mir die Map Spaß macht, spiele ich die Map sehr, sehr gerne. Weißt du? Wenn ich sie keinen Spaß mehr mache, wenn sie mir keinen Spaß mehr macht, dann beende ich sie. Ist so. Was soll ich mich da lang rumärgern? Wenn es Spaß macht, dann hast du auch 15 Minuten was zu erzählen, ne? Ich habe auch schon, muss ich ehrlicherweise gestehen, Folgen hochgeladen, wo ich 15 Minuten lang fast gar nichts gesagt habe. Vielleicht habt ihr schon mal so eine Folge gesehen. Die sind ganz selten auf diesem Kanal hier, aber die gibt's. Da hatte ich einfach keinen Bock mehr. Aber jetzt auch keinen Bock mehr zu sagen, ich habe keinen Bock mehr, weißt du? Sondern ich habe es einfach gemacht, weil es eigentlich einige von euch sehen wollten. Aber im Hintergrund, oder im Hintergrund ist falsch, aber im Hinterkopf hat schon gerattert, was kommt als nächstes, weißt du? So, ich hoffe, der Deutsch ist jetzt originalgetreu nach Sibers Husum. Das wäre nicht schlecht, ne? Aber das habt ihr ja kritisiert. So, ich habe mir noch ein paar Punkte aufgeschrieben. Was waren noch? Also ihr habt gesagt, ja. Ihr habt gesagt, den Traktor umbauen habe ich gemacht. Ihr habt gesagt, Radio aus habe ich auch gemacht. Dann, was habt ihr noch gesagt? Genau, eine Arbeit fertig machen, dann die nächste. Habe ich auch. Bin ich bei. So, okay. Läuft. Soll noch einer sagen, ich lese die Kommentare nicht, weißt du? Kann man eigentlich, können wir das vielleicht kombinieren? Also weißt du nicht, dass ich jetzt den Anhänger jetzt einfach hinkippe und fertig schon Feierabend, sondern dass man gleich bei den Bäumen abkippt, weil dann fahre ich ein, zwei Mal die Runde und dann ist das erledigt, weißt du? Vielleicht können wir das in der Folge alle schaffen. Vielleicht können wir, ich habe gerade einen Frosch im Hals, tut mir leid. Vielleicht können wir in der Folge sogar die Apfelplantage neu bestücken und zusätzlich noch den Mist unten wegballern. Das wäre mal ein Tagesziel, weißt du? So, wir müssen die, mal gucken. Es geht nicht mit jedem, habe ich gehört. Mit den extrem großen funktioniert das irgendwie nicht. Oder ich bin zu doof. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht ist es auch Letzteres. Ich weiß auch gar nicht, wie nah man da... Oh.
Das hat zum Beispiel nicht funktioniert, ne? Weil ich wahrscheinlich zu weit weg war. Ne, es funktioniert nicht, ne? Da kann ich drücken wie ein Weltmeister, es wird einfach nicht besser. Ich drücke jetzt immer, wenn ein Symbol kommt, dann drücke ich einfach mal, um zu gucken, ob es funktioniert. Aber ich glaube, das war schon, die Idee war schon ganz gut, dass man hier auch kleine Geräte verwenden müsste. Ich weiß nur nicht, wie das Spiel das kennt, weißt du? Das weiß ich ja nicht. Komm, egal, die Idee war gut, aber leider funktioniert nicht. Wir können es gerne hier nochmal testen. Bisschen näher ran donnen. Hat ja früher schon gereicht, weißt du? Nö, ich drücke I wie der Bekloppte. Es passiert gar nichts. Schick zurück. So, auskippen. 14 und 15. What? Moment. Ne, funktioniert nicht. Es geht nicht. Oh, hoppla. Ja, da hat man natürlich gesehen, dass das Frontgewicht fehlt, aber gut. Ne, wir haben ja einen kleinen Anhänger hier, mit dem müsste es ja eigentlich funktionieren. Der hatte da, glaube ich, Pharma-Andi, glaube ich, was. Hat den ja extra heiß gewaschen, den Anhänger, deswegen ist er auch kleiner geworden. So. Oha. Das kann er. Das ist okay. Immer rauf damit. Der Haufen muss größer werden. Wir haben den größten Haufen weit und breit, weißt du? Alter, wie viel Zeug wir hier liegen haben, ne? Geil wäre auch gewesen, aber da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, muss ich ehrlich sagen. Geil wäre auch gewesen, so eine Förderbahnstrecke hier hoch, ne? Das wäre auch geil gewesen. Das wäre richtig geil gewesen, eigentlich. Boah, hätte mir auch Spaß gemacht. Vielleicht, wenn mir das irgendwann mal früher einfallen würde, würde ich das vielleicht sogar machen. Im nächsten Mal. Also wenn man irgendwas hat, dann einfach so eine Förderbahnstrecke machen. Die Idee ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil du könntest eigentlich so einen zentralen Punkt machen irgendwo und dann, weißt du, Förderbänder bis zum Hof bauen und hättest du so eine fixe Überladestrecke. Weißt du, zum Beispiel, du machst jetzt ein Förderband auf der 12, ne? Und alles, was hier unten ist, also in der linken unteren Ecke der Map, wird dann über das Förderband zum Hof transportiert. So eine ewig lange Förderbahnstrecke durch den Wald und so weiter. Das wäre schon cool. Aber ich träume schon wieder, ne? Ich träume schon wieder. Ich habe so viel Arbeit hier und träume und mache mir schon wieder mehr Arbeit. Das ist ein bisschen nicht so gut. So, das haben wir gemacht. Dann. Da ist noch ein bisschen was drin, ne? Ja, da wird auch immer noch was drin bleiben, wenn ich so kacke abkippe hier. Ba, 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 da. Oh, wir haben noch so viel Mist hier liegen, ne? Oh, joi. Nee, habe ich schon gedacht, dass er nicht alles mitnimmt. Das wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Das wäre auch zu schön gewesen. Jetzt aber, ne? Hat gepasst? Hat gepasst. Mal gucken, wie viel er noch reingeht. Ich weiß es jetzt nicht. Wir können den auch ein Stückchen weiter vorstellen, weißt du? Also, wir müssen da nicht so kilometerweit wegstehen. Der Ausruf ist halt richtig nice, ne? Das gefällt mir. So. Dann geht das Verladen ein bisschen schneller vielleicht, wenn wir da nicht so weit weg sind. Der hat irgendwie ganz ein komisches Erkennen der Schaufel. Ganz, ganz komisch hat der Anhänger das. Nicht negativ jetzt, aber irgendwie komisch. Weiß nicht. Das ist halt, du siehst halt, der Haufen wird kleiner, ne? Aber du denkst dir, wenn du wieder ranfährst, das ist gar nicht kleiner geworden. Da ist immer noch so viel da wie vorhin, weißt du? Warum geht denn da nichts rein? Ich hab voll aufgekippt, ne? Komisch. Komisch, komisch, komisch. Was gibt es sonst eigentlich Neues? Gar nichts. Also wir sind momentan, kann ich euch ja sagen, wir haben keine Geheimnisse für euch. Wir sind momentan am Vorproduzieren. Der gute Randy aka Sachsen Let's Player und meine Wenigkeit haben ja schon einiges vorproduziert, weil der Randy ja auf der Gamescom ist, ne? Und wenn der Randy auf der Gamescom ist, dann ist der Randy nicht da zum Aufnehmen, deswegen müssen wir jetzt vorproduzieren. Ist zwar geil, einerseits, weil du relativ viel schaffst, auf der anderen Seite natürlich kacke, weil du kannst keine aktuellen Themen ansprechen. Das ist halt immer das kleine Manko.
Aber ja, ich meine, das ist nicht die, das ist ja die Ausnahme. Ne? Also wir machen ja normalerweise immer eine Woche und dann passt das wieder. Wir produzieren jetzt nicht 5 Wochen im Vorhinein. Das gibt's ja auch auf YouTube, aber das machen wir nicht. Das ist Kacke. Das finde ich auch nicht cool und das passt auch nicht. Du kannst nichts Aktuelles anschneiden und so weiter. Egal jetzt, ob jetzt Politik, YouTube, bla bla bla, ist komplett egal. Aber es geht ja nicht, ne? Wenn du immer nur, wenn du versuchst, Aktuelles zu besprechen, dann musst du auch aktuell aufnehmen. So möglichst wie aktuell aufnehmen. Ich bekomme auch, das kann ich vielleicht auch mal an der Stelle sagen, ne? Ich bekomme auch ganz viele Zuschriften, täglich fast, wirklich täglich, ob ich nicht den Kanal pushen könnte. Und ich muss ehrlich sagen, nee. Also, weißt du, es bringt euch nichts. Das, auch wenn ich es machen würde, es bringt euch nichts. Es bringt euch einfach gar nichts, weil, wenn Leute euch gut finden, dann werdet ihr auch gefunden, sage ich mal. Und wenn Leute auch gut finden, werdet ihr auch abonniert von den Leuten, weißt du? Und da muss nicht irgendjemand kommen, der jetzt vielleicht, weißt du, der vielleicht ein paar Klicks am Tag hat und sagen, ich guck mal hier vorbei. Das mache ich nicht. Das mache ich aus Prinzip schon nicht. Also wenn nämlich irgendjemand, ob ich mal den Kanal nennen kann und so weiter und so fort, das wird nie passieren. Das wird niemals passieren. Niemals. Es gibt gute Beispiele, wie zum Beispiel den guten Tizian, den ich euch genannt habe, weil ich finde, dass er geilen Content macht. Weil er sehr viel CP gemacht hat zum damaligen Zeitpunkt und so weiter. Und ich sehr viel gelernt habe von ihm. Deswegen habe ich euch damals gesagt, wer CP aktiv gucken möchte, wer sich Tipps holen möchte, guckt da vorbei. So, das hat auch mit Tizian gar nichts zu tun, weißt du? Also er hat mich nicht gefragt, kannst du mich mal hier, ne? Nee, das war einfach nicht. Weil das habe ich einfach nur getan, weil ich der Meinung war, dass er sehr geilen Content macht und er das einfach sehr viel besser rüberbringt, als ich es kann. Und deswegen habe ich das damals gemacht. Ob es jetzt was gebracht hat für ihn oder nicht, will ich es nicht beurteilen. Aber ja, ich mache es nicht, weil ich jetzt irgendwas damit, weil ich jetzt irgendjemanden da einen Gefallen tun möchte. Sowas werde ich nicht machen. Warum? Weiß nicht, sehe ich irgendwie nicht den Sinn dahinter. Gar nicht. Ah, es ist immer so ein leidiges Thema. Wir hatten das Thema auch schon mal auf dem Borcher See, die kommende Woche auf alle Fälle. Da haben wir das Thema auch schon mal aufgegriffen. Wie hieß die Folge genannt? Beziehung wegen Abos, glaube ich, habe ich die Folge genannt. Weil der Randy gesagt hat, er kennt jemanden, der wohl irgendwie Fangirl als Freundin hat oder irgend sowas, die nur auf die Abos guckt und so weiter. Ne? Also nur Fame und sonst gar nichts. Und das habe ich gesagt, das würde ich niemals im Leben machen. Niemals im Leben. Weil es hat einfach mit dem... Nee. Ich weiß sowieso nicht, warum da immer so eine große Nummer drumherum gemacht wird. Wenn du 50.000 Abonnenten hast, dann... Das habe ich nie verstanden. Niemals habe ich das verstanden. Ich meine, ich habe es verstanden, wenn es darum geht, wenn du sagst, okay, hier Spielesponsor, bla 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 und Hardware-Software und bla bla bla, alles. Das verstehe ich. Weißt du, da geht es um Zahlen. Da geht es um die Kohle, das ist schon klar, dass es da um mehr geht, als wie, ach, ich mache jetzt einfach mal was, weißt du? Aber, weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist ein ganz komisches Thema. Aber, gut. Wir haben es heute wieder nicht geschafft, es fertig zu machen, ne? Es ist ein Graus. Aber, Jungs und Mädels da draußen, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir nehmen uns die Zeit. Und wenn das ganze Ding hier 200 Folgen lang dauert, wir nehmen uns Zeit. Und weiter noch, solange es Bock macht, nehmen wir uns Zeit. Ich kann es nur immer wiederholen. Ich mache wirklich Sachen, die mir Spaß machen. Und wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann sage ich euch das. Und dann werden wir sagen, jo, dann ist das hier erledigt. Weißt du? Aber momentan sind wir noch ganz weit weg davon. Momentan macht es einfach mega Spaß. Ja. Gut, das wollte ich noch mal gesagt haben. Und ja. Jetzt muss ich kurz noch was nachgucken. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher. Ich war irgendwie der Meinung, dass wir morgen die 100. Folge haben. Kann das sein? Das könnte wohl sein. Das ist auch so ein doofer Zufall, ne? Morgen, für die Leute, die es nicht wissen, morgen 20 Uhr, Livestream, YouTube, Sherwood Park Farm, Finale. Der Abschluss-Livestream auf der Sherwood Park Farm findet morgen statt. Wird von mir auf YouTube gestreamt, natürlich mit den Leuten, die immer dabei waren. Ganz einfache Sache. Es haben auch schon zwei, drei Leute angefragt. Yo, kann ich nicht beim Livestream dabei sein? Da habe ich gesagt, nö.
Nur die Leute, die dabei waren. Und wenn wir wirklich äußerste Not haben, dann nehmen wir noch jemanden mit. Aber nur, weil jetzt Livestream auf dieser Map ist, ne? Dann zu sagen, yo, ich habe voll Bock auf die Map. Das läuft nicht. Das haben diejenigen Herrschaften aber auch von mir zu hören bekommen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Genau, ich bin schon wieder vom Thema abgekommen. Ich wollte eigentlich zur 100. Folge einen Livestream auf der Hof Bergmann machen. Ja, ist natürlich wunderbar, dass sich das jetzt genauso trifft, dass die 100. Folge an dem Mittwoch kommt, wo schon ein Livestream stattfindet. Oh, ich hab's nicht einfach im Leben, ich sag's euch. Aber das ist kein Problem. Wir werden auf alle Fälle, wie gesagt, morgen wird nicht sehr viel speziell sein, sage ich mal. Also vielleicht gar nichts. Mal gucken. Aber für den Freitag kann ich euch anbieten, wenn ihr Bock habt, gerne 5 Folgen zu machen. Haben wir schon mal gemacht, ganz am Anfang, glaube ich. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich würde mich sehr freuen über Feedback im Kommentarbereich. Auf alle Fälle gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Natürlich, wenn es euch gefallen hat. Und ja, morgen geht es dann weiter mit einer neuen, frischen Folge Hof Bergmann. Wie gesagt, ihr habt es gesehen, gestern in den Kommentar geschrieben, heute in Anwendung. Viel mehr kann ich nicht machen für euch. Also wer Wünsche, Anregungen und so weiter, immer in den Kommentarbereich schreiben. Wenn ich es nicht beim ersten Mal sehe, einfach nochmal reinschreiben. Irgendwann sehe ich schon. Es sind halt einfach ein paar Kommentare und ich versuche wirklich alle irgendwie, sagen wir mal, zu vergnügen. Sagen wir es mal so, wie es ist. Aber es ist halt auch schwierig, wenn zwei, drei Leute auch eine andere Meinung haben. Das beste Thema ist Radio. Ne? Viele sagen, oh, Radio scheiße, oh, mach den Radio aus. So, ich habe jetzt Radio ausgemacht. Jetzt finde ich bestimmt einen Kommentar unter dieser Folge. Ach Mensch, mach doch mal Radio an. Also geht doch nicht. Kann doch nicht sein. Mach doch mal Radio jetzt an, ne? Das ist sowas. Das wird immer sein, aber das geht halt nicht immer, ne? Gut, egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis morgen. Macht es gut. Ciao, ciao.